Meine lieben Damen und Herren, willkommen zu zurück zu Day of the Tentacle Remastered mit Hoagie, Laverne und Bernard. Ja, lange her, ich komme jetzt endlich mal wieder dazu aufzunehmen. Gott, ich wollte das eigentlich schon lange, lange durchhaben und stehe immer noch und ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren, was wir gemacht hatten. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe hier eben schon mal meine Inventare durchgeguckt, um zu erraten, was ich vielleicht machen müsste. Gut, das Klappergebiss haben wir, aber mir fehlen, glaube ich, noch etliche Sachen, die wir untersuchen müssen, wie zum Beispiel den Briefkasten, weil irgendwas... Geschlossen. Dann öffne ihn doch einfach, meine Güte. Ja, denn genau an sowas kam ich auch so, verdammt nochmal, irgendwie brauchtest du doch eine Einladung auch, damit diesen Klapperkasper da bei Bernard aus dem Zimmer kriegst, der dann... um die Pistolen zu bekommen und ja, ich glaube mit Take, mit, ne? Nein. Okay, ich würde sie gerne nehmen. ZU, benutze, öffne. Rede mit, ich bereite mich gerade, gehe zu. Drücke. Okay, das ist aber schon zu weit. Das heißt, nimm. Oh Gott, mit P. P für Pim. Können wir das dann nehmen? Okay, in den Brief. So. Schau. Ja, hier, komm. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Nach Baltimore. Ja, wunderbar. Denn das ist zum Beispiel die Einladung, die wir gebraucht haben. Ich glaube, da habe ich beim letzten Mal noch ein bisschen dran rumgezetert, dass ich sie nicht gefunden habe. Ja, dann gucken wir mal. Nee, kriegen wir mal, dass das hier was wird. So, zack. Da möchten wir hin. Und ja, so. Lalalala. Leider auch heute nicht als Live-Let's Play, weil ich jetzt auch nur so 1-2 und dann muss ich was anderes tun. Und dann wieder vielleicht, wenn es klappt, 1-2. Und dann lohnt es sich natürlich nicht für irgendwie so 15, 30 Minuten ein Stream. Nein! Du sollst da durchgehen. Nicht schließen. Dafür das als Stream zu machen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das ist natürlich ein bisschen schade. So auch. Weil es ist natürlich mal lustig mit euch. Aber ich glaube, wenn es endlich weitergeht, das ist, glaube ich, das, was wichtiger ist. Und komischerweise immer, wenn ich jetzt anfange zu streamen und mal mehr Zeit habe, was mache ich dann? Spiele ich Minecraft. Ein Schlüssel, sowas hier zu machen. Aus Stardew Valley, das muss auch unbedingt mal vielleicht weitergehen. Zumindest bis zum Winter wollen wir ja mal kommen. So weit davon entfernt waren wir ja, glaube ich, nicht mehr. Der Herbst müsste da das nächste sein. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz 100% sicher. Was mache ich denn eigentlich? Er muss doch in den Keller runter. Ah, ja. Guten Morgen, ich bin die Nachtschwester. Hab mal wieder nicht viel im Regen. Das ist jetzt natürlich keine Beleidigung für irgendwie Krankenschwestern oder so. Die müssen einiges im Kopf haben. Das bitte nicht falsch verstehen. Da, so. Mit T für Pim. Nimm Brief im Klo. Damit kommen wir doch jetzt hoffentlich mal ein bisschen weiter. So, wir gehen wieder hoch. Apropos. Pläne. Geh zu schwarzes Brett. Zu tun. Ja, nichts. Nichts zu tun, ist immer gut. Wenn nichts zu tun hat, dann kann man tun, was man will. Aber nun kommen wir endlich mal. Ah, verdammt, der Hust jetzt auch noch. Na, super. Ich habe jetzt natürlich hier nichts direkt im Glas zu trinken stehen, sondern nur ein Fläschchen. Nein, du sollst... Nein, 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 nein. Du sollst da nicht schließen. Gehe zur Tür. Hi, Red. hallo, Red. Oh mein Gott. Hallo, Green. Hallo, Grün. So, la 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 la. So, jetzt können wir mal gucken. Huch. Was habe ich denn du verstellt? Ich bin gerade auf Option, auf Plus habe ich gedrückt und irgendwie war da auf einmal die Musik leiser. Lautstärke? Lautstärke? Verdammt,
Leiste, Fell, ja, Passwort, keine Ahnung. Keine Ahnung, Steuerung. Ah, ja, die könnte ich mir natürlich machen. Inventar, Entwicklerkommentar, auswählen, Hogi, lalala, Dialog wählen, 1, 2, 3, 4, 5, war Clay. Mein Controller sieht nicht so aus. Das sieht schon eher nach dem aus, was ich mache. Geh zu, schließe Ziel. Gib mit Z. Kommt man natürlich auch drauf. Natürlich. So, gib Brief an Drake. Hier ist ein Brief für dich. Für mich? Wahrscheinlich noch eine Absage. Genau. Na gut. Komm, Dwayne, wie dich hat er jetzt mal auf. Sie sind brillant, tolles Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Tja, Dwayne, dann mal los. Wunderbar. Weg ist er und wir können endlich hier hinein. Oh, ein Mauseloch. Benutze Plastikkotze. Wir nehmen aber erstmal die dahin, die Schatzpistole, damit wir die nämlich gegen das Feuerzeug austauschen können. Dieser schöne 4000 Karat Diamant kann schon heute Ihnen gehören. Für den sagenhaften speziellen Einführungspreis von 2 Millionen Dollar. Die Nummer ist 1800 Star Wars. Verpassen Sie nicht diese einmalige Chance. Vor allem, dass der Text dazu viel zu schnell war. Jawohl, es stimmt. Ein unglaublicher 4000 Karat Diamant für die lächerliche Summe von 2 Millionen Dollar. Die Nummer lautet 1800 Star Wars. Wanda ist bereit, ihren Anruf entgegenzunehmen. Ja, da müssen wir mal zusehen, ne, dass wir 2 Millionen Akten zusammenkriegen. Geh zu Telefon. Nett. Ja, nee, nicht nett. Es ist ziemlich klein. Das sollte ja auch ein Mauseloch sein. Oder so sollte es ja auch sein. So, okay. Und da. Endlich kommen wir weiter. Und wie war das? Ich muss auch gerade überlegen, wie das war. Wir haben ja hier das Sparbuch. Benutze Schweizer Sparbuch. Das müssen wir doch vielleicht auch an Hogi schicken, dass er dann da irgendwie, ja, dass da halt die Zinsen ordentlich laufen. So, Use, benutze das da mit Zigarettenentzünder. Die Engländer kommen. Überhaupt nichts. Nichts für ungut. Sehr schön, die Engländer kommen. Gut, rede. So, und jetzt kannst du uns mal eine Zigarre geben. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Ja, wissen Sie schon, dass Sie aussehen wie Donny Osmond, okay? Nette Zigarre. Niedlich? Diese Babys explodieren geradezu vor Qualität. Noch eine Zigarre? Tiss. Ja, Clark. Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Das wird er nicht. Hehe. Ja. Ich verstehe das nicht. Verzieh dich. Oh, jetzt ist er enttäuscht. Oh. Können wir eigentlich nicht den Clown hier? Hey, das ist kein Spielzeug. Besser. Lust auf eine Zigarre? Ich glaube, er hört gerade auf. Schade, benutze Gabel. Diese Gabel könnte nicht mal eine Seifenblase verletzen. Schon gar nicht einen Clown wie Uso. So was auch. Wie war denn das immer? Irgendwas muss man noch. Wir müssen ihn ja zum Platzen auch bringen. Da erinnere ich mich noch dran. Dunkel. Es dünkelt mir. Dass wir ihn platzen lassen müssen, weil wofür? Dass er dann das Ha bekommt. Dieses komische Lachding da in seinem Bauch. Gut. So, jetzt aber erstmal hier. Ja, erstmal die da durchspülen. Falsch. Aha, Hogi ist die Eins. Okay, Hogi ist die Nummer One. Geh zu, Klose. Da ist was drin. Ja, das sollst du ja nehmen. Pus oder Pim. Pim die Zigarre. Herregott, Sakrament, Kruzifix noch mal. Das
drückt man mal aus Versehen, tappt raus oder kann er irgendwie geht raus, getappelt zumindest. Und schon hört die Aufnahme auf. Meine Güte, ich wollte doch hier nicht auf Tab drücken, ich wollte doch zu Bernard, denn das da könnte man doch vielleicht auch nochmal runterspülen, wer weiß, ob das der gute Hogi nicht auch braucht. So, Pim! Da ist was drin. Ja, darum sollst du es ja auch pimmen. So, jetzt aber. Jetzt wird es hier gleich eine explosive Überraschung geben. Ist aber auch gemein. Tippt man raus und sofort pup, auf der Mutter brauchen. So, hier, da müssen wir hin. Jetzt müssen wir nur den richtigen, der Biberbacke nicht. Das hier müssen wir auch noch irgendwie hinkriegen, dass das Feuer dann angemacht wird. Genau, damit seine Zähne klappern. Ah, genau, gib die da ihm. Entschuldigung. Ja? Mr. Präsident, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Na ja, klar. Sicher doch. Nun, wenn es so ist. Vor allem ganz cool, er holt eine Knarre raus. Jeder andere, der nicht weiß, dass das ein Feuerzeug ist, würde erstmal Panik kriegen. Mist. Ich hasse so etwas. Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay? Danke. Ja, du, ich habe hier was gefunden. Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann. Seltsam. Vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Hey Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. Du hast recht. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Ich? Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Hast du? Du machst das Feuer. Ja, ist ja gut, ich mach's doch schon. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Ah! 2 Stunden später. Du großes Baby. So, haben wir denn hier jetzt irgendwo das Gebiss ist nichts. So, jetzt müssen wir hier irgendwie... das haben wir geschafft. Muss ich echt wieder über. Jetzt geht's wieder los mit dem Überlegen. Wie war das noch? Was braucht man noch? Was dünn war noch? Wir müssen jetzt irgendwie ihr ein Kostümchen besorgen. Das heißt, sie müsste doch bestimmt die Kurbel auf jeden Fall schon mal zurückschicken. Die braucht doch dann Bernhard und dafür muss er dann... Oh ja, ja, ich glaube, ich entsinne mich irgendwie. Hello, Mr. Tentacle Guy. Mr. Tentacle Guy. Dann im Juhu. Ich muss mal für kleine Tentakel, genau. Ich muss mal für kleine Tentakel. Oh, na gut. Okay, lass uns Gassi gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Das werde ich. Und natürlich haben wir hier doch das Skalpell. Ich glaube, wir kommen gerade wieder in Gedanken. So, Bernhard. Da mir auf P umgreifen zu doof ist, nehmen wir mal das. Flums. Und Flums. Sehr geilo. Da haben wir das schon mal mit geschafft. Er ist gerade ja nicht. Wir könnten ihn natürlich auch mal rüberholen. Ich bin jetzt auch noch nicht ganz sicher. Ob wir hier nicht noch irgendwas... muss ich mal kurz überlegen. Wir können jetzt auf jeden Fall mit ihm schon mal den Clown mal traktieren. Yeah. Nett. Yes.
Plastikkotze. Kaugummi. Lalalala. Videoband. Tralalala. Das muss er da oben hin haben. Irgendwie muss Hogi jetzt nur, wie gesagt, mit der Dingsy, dass die Fahne gehisst wird. Jetzt wisst ihr, wie die Fahne hier schon aussieht. Na egal, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch, dass es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.